Hallo und herzlich willkommen, liebe Kreuzworträtselnden und Kreuzworträtselnderinnen. Es ist mal wieder Zeit für Kreuzworträtselrunde Nummer 32. Nein, es ist zum ersten Mal Zeit für Kreuzworträtselrunde Nummer 32. Die gab es nämlich vorher noch nicht, aber jetzt kommt sie. Es ist auf jeden Fall mal wieder Zeit für eine Kreuzworträtselrunde. Und wie man sehen kann, meine Weisheit im Gesicht wächst weiter. Ich hoffe, dass das irgendwann aufhört, ein bisschen so zu jucken. Ich bin echt nicht der Barttyp. Aber jetzt habe ich mir das angetan und jetzt, also ich muss das nicht machen. Aber ich tue es jetzt einfach mal. So, gucken wir erstmal, was haben wir denn hier für schöne Rätsel. Abwärts. Ja, da war einmal fast gar nichts dabei. Aber es gibt ja auch herab. Das passt. Vernehmlich. Kurklinik ist natürlich wieder die Reha. Kennen wir mal. Fußglied ist wohl der C. Längere Seereise ist gerade mir noch nicht bekannt. Tierpfote ist eine Tatze. Vernehmlich weiß ich immer noch nicht. Energiequelle könnte jetzt auch noch alles sein. Besucher Mehrzahl. Visitor, nein. Raute ist Karo. Gereimtes Gedicht ist ein Gedicht. Also nein, ich hab tatsächlich in meiner Kindheit eine Weile lang nicht gewusst, dass ein Gedicht sich nicht zwangsläufig reimen muss. Und seitdem finde ich, Gedicht muss sich immer reimen. Trotzdem. Fanatiker, Extremist ist es nicht. Was gab's denn dann noch so? Populär ist in, aber nicht so rum. Asiatisches Volk könnte ein bestimmtes sein, weiß ich noch nicht. Egge. Die Egge war das Ackergerät. Bei Esse, das war doch der Schornstein, der Kamin, irgendwie sowas. Der Schornstein war es, genau. Stockwerkabkürzung ist zum Beispiel. Die meinen was anderes. Okay. Also EG, OG. Nein? Obergeschoss oder EG für Erdgeschoss meinen die nicht. Okay. Bayerisch für Flussbarsch. Weiß ich noch nicht. Was haben wir noch? Fruchtgalat. Gelee. Nein. Ach ja. Fruchtstand. Ach, was war denn nochmal Fruchtstand? Ansprache ist die Rede. Hilft mir beim Fruchtstand jetzt momentan nicht so weiter. Bank ist das. Eintönig ist öde, aber das klappt. Ach, öd. Öd geht. Altgermanischer Donnergott ist natürlich Thor Odinson. nervös. Ist richtig kirre. So, Fruchtstand ist Ähre. Und das asiatische Volk sind dann nicht die Japaner oder so, das sind die Tibeter. Japaner hätte, glaube ich, auch gepasst. Japaner. Ja. Fanatiker, Eiferer war das. Genau. Abstreiter. Ein Abstreiter. Nicht Abstreifer oder so, nein, nein. Amerika könnte. Ist es aber nicht. Von vornherein. Gesamt ist erstmal nicht voll, nicht wahrscheinlich auch nicht alle. Nee, alle kann ja nicht sein. Dann wäre nämlich, dass er an der Stelle. Okay.
längere Reise ist eine. Eine längere Seereise. Ach Mann. Weiß ich noch nicht. Ist das eigentlich? Ja. Das stimmte schon mal. Vernehmlich. Meinen die hörbar? Ja. Okay, die Energiequelle ist irgendwas mit einem A in der Mitte. Aus tiefster Seele. Herzlich, seelisch, nein. Kfz-Kennzeichen Bielefeld. Was? Bielefeld hat ein Kfz-Kennzeichen? Ich dachte, das gibt's gar nicht. Planieren ist Ebenen, ja. BI ist Bielefeld. So. Ingredientien. Ich kenne das eher so ausgesprochen, Ingredienzien oder so, aber Ingredienzien, ja, das ist auch okay. Das sind auf jeden Fall die Ingredients, sind die Zutaten. Automobilmesse, internationale Funkausstellung, natürlich, nein, internationale Automobilausstellung, IAA. Bestimmter Artikel, das. Lateinisch, nach ist Post. Ja, wenn eure Post zu spät kommt, dann hat das mit Latein zu tun. Gesamt ist dann ganz, ja. Ach, das ist ein Turn, ein Segelturn zum Beispiel, ja. Von vornherein, weiß ich noch nicht. Aus tiefster Seele ist auf jeden Fall erstmal innig. Huch. Da haben wir das. Ja. Flussbarsch. Egli. Ey, wenn das jetzt stimmt. Oh, tatsächlich. Ich muss gerade an was anderes denken. Kennt ihr diese Ebli-Dinger? Das ist, glaube ich, irgendwas zwischen Reis und Nudel. Also es sieht aus wie Reis, ist aber eher Nudel. So, Kontinent. Dürfte jetzt doch eigentlich gar nicht mehr so... Wow. Hier ist gar kein bestimmter Kontinent diesmal gemeint gewesen. Sondern das Wort Erdteil. Haha. Von vornherein. A priori heißt das Wort. Hat irgendwas wahrscheinlich mit entweder Latein oder Griechisch zu tun. Daher kommt das. Aber sonst keine Ahnung. Abstreiter, Lügner natürlich. Ein Imposter. Anbauen. Anbauen. Erstmal der Räucherfisch ist der Aal. Erzieherpaar. Ja, kennen wir. Haben wir. Also viele von uns haben das. Handlung ist eine Tat. Okay, Besucher. Gäste. Außerdem Energiequelle ist Gas. Gas, Gäste am Gästen. So, gereimtes Gedicht. Ist dann wohl ein Sonett. Ist ja nett. Säen ist das. Und dann haben wir dann mal wieder, in unter 10 Minuten sogar, dieses Rätselchen gelöst. Boah. Ich fasse es nicht. Dann muss ich ja jetzt schon das nächste machen. So. Schwäbische Teigwaren. Könnte sowas sein. Tagliatelle. Es sind nicht schwäbisch, ich weiß. Ah, das Ornament, das hatten wir doch schon mal. Ich glaube, ich weiß, was da reinkommt. Tropische Bohnenfrucht. Das weiß ich noch nicht.
Okay. Nee, dann weiß ich das Ornament. Nee, also das Ornament ist nicht das Wort, was ich dachte. So. Okay, den Buchstaben habe ich, glaube ich. Das habe ich. Das könnte ich auch haben. Hotelboy. Oh ja. Wenn jemand den noch kennt aus Ace Attorney, dann wisst ihr, was da reinkommt. Den Hotelboy. Bildzeichen. Bildzeichen. Nee, gerade noch nicht. Chinesischer Männername. Weiß ich noch nicht, aber könnte sowas wie Han sein. Auf jeden Fall weiß ich, was da reinkommt. Die 5 weiß ich also auch schon. So, die Meerespflanze ist. Echt jetzt? Nee, oder? Nee, also das Schöne ist, ich weiß, weil das was der erste Buchstabe ist, aber das kann ich mir so nicht vorstellen. Das kann doch nicht. Geht ja auch gar nicht. Ich habe mir hier gerade unter Meerespflanze Seerose vorgestellt, was voll gut reinpassen würde, aber es überhaupt nicht ist. Aber tatsächlich habe ich jetzt was anderes. Das könnte hinhauen. Okay, dann hätten wir da den Buchstaben auch. Jetzt gucken wir noch mal. So. Flüssiges Fett. Okay, den Rabenvogel, den habe ich noch nicht. Viehfutter. Met. Wir füttern alle unserem Vieh doch Met. Okay, also. Ich weiß, womit. Also, ich weiß, womit der Rabenvogel anfangen soll. Nee, nicht mit M. Schwierig. Okay, ich gehe mal die ganzen Buchstaben durch, die ich jetzt bereits habe. Das weiß ich noch. Okay. Ich glaube, ich habe das Wort. Ja, ich glaube, ich habe das Wort. Dann müsste ja hier rein theoretisch. Ich überprüfe das nochmal. Also, die Meerespflanze ist das. Hier bei dem Ding. Ah, okay, ja. Den Rabenvogel, den habe ich jetzt auch. Okay, ich tippe diesmal auf das Lösungswort Lachgas. Gucken wir mal, ob es stimmt. Das wäre dann hier ein L, da ein A. Das ist ein C, das ist ein H. Hier kommt ein G hin, da ein A und hier ein S. So, gehen wir das Ganze mal rückwärts erstmal durch. Hier haben wir die Elster drin. Dann haben wir hier das Seegras. Das war nicht die Seerose, sondern das Seegras. Schwindler ist ein Lügner. Außerdem ist der englische Scherz ein Gag. So, dann kommen wir mal hier, kommen wir mal dorthin. Huch, dort hip. Oh. zu diesem Ort ist. Wow. Das H stimmt anscheinend, aber das Wort, was ich hier habe, ist. Wow. Ist ja cool. Vorfahre Opa? Nee, das ist auch nicht gemeint. Ahne geht nicht. Oder der Ahn. Ja, ohne E.
Okay, ach so, die meinen hierhin. Hierher. Ja, die meinen nicht dorthin, die meinen hierher. Also, die meinen zu genau diesem Ort und nicht zu diesem Ort da drüben oder jenem Ort, wenn man das dann ja so sagen würde. So, was haben wir denn noch so? Also, auf jeden Fall haben wir trotzdem die vier richtig. Jetzt wird es schwierig mit dem C. Da habe ich nämlich noch überhaupt keine Ahnung. Auf diese Weise ist auf jeden Fall so. Bildzeichen. Ach, das ist bestimmt wieder eins von diesen. Warte mal. Eingabetaste ist Enter. Das ist hier von diesem Tierkreis, also von diesen Sternzeichen. Ach Mann. Helena, nee. Nee, nee. Tropische Bohnenfrucht. Ja, wenn ich das mal wüsste. Trinkspruch? Prost. Ist es nicht. Was gibt's denn noch so? Autor von Faust ist ja erstmal. Ach genau, den hätte ich ja erstmal eingeben können. Mach dich fort. Geh. Nach außen ist heraus. Ja. Trinkspruch ist ein Toast. Ach so, so meinen die das. Ja, die meinen den. Ach, die meinen einen Toast, den man auf jemanden dingsen kann. Ja. Der Kippwagen war die Lore. Und hier haben wir Goethe, den Autor Johann Wolfgang Gottfried von. Nein, Quatsch, Gottfried ist nicht dabei. Vitamin B1, was ist das denn noch? Na, jedenfalls, Goethe haben wir. Egal wie dicht du bist, Goethe war Dichter. Boah, ist der Spruch alt. Blutader ist nicht die Vene, ist auch nicht. Ach, die Aorta gibt's noch. Hauptschlagader. Brutstätte ist das Nest. Stimmter Artikel im zweiten Fall ist des. Starke Zuneigung. Oh. So, jeder, der sich jetzt gerade, während ich das getippt habe, nicht geliebt gefühlt hat, darf sich mal geliebt fühlen. So, Kontostand ist natürlich der Saldo. Dass ich das nicht ohne Hilfsmittel rausgefunden habe, das finde ich jetzt gerade ein bisschen traurig. So, schwäbische Teigwaren weiß ich immer noch nicht. Aber der Kummer ist auch als Sorge bezeichnet. Kellergeschoss. KG. UG. Untergeschoss meinen die. Genau, und die Eulen sind natürlich die Nachtvögel. Bodenart. Schirmmütze ist ein Basecap. Huch, nicht ein Basecap. So, das haben wir auch. Und der Hotelboy ist der Page. Skandinavier. Wohlgeruch machen wir erstmal, das wäre das Aroma. So. Geheimschlüssel ist ein Code. Dann haben wir hier den Dänen. Englisch für Graben ist dig. Oh. Da muss ich echt gerade sagen. Ah, das Ornament. Ja, stimmt. Davon habe ich sogar ein Bild gepostet gehabt. Ja. Ich vermute mal Theamin. Thiamin? Thiamin. Tatsächlich, dieses Wort, ich weiß nicht, Vitamin B1, also auch bezeichnet als Thiamin. Okay, klar. Tropische Bohnenfrucht, ich kenne keine, die Okka heißt, aber ich probiere es mal. Nee. Na gut, dann lassen wir das erstmal. Reibele? Ah, nee, das Bildzeichen ist. Ach so, die meinen das Icon. Ach Mensch. So, gibt's hier ein Riebele? Ich habe keine Ahnung, was ein Riebele ist, aber ich dachte mir, das hört sich so schwäbisch an und
Vielleicht ist das ja so eine Art wie Reibekuchen. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich sollte vielleicht mal recherchieren. Riebele. Riebele. Selbstgemachte Riebele. Also so eine Art Nudeln. Wie das aussieht. Wunderschön. Das sind also Riebele. Jetzt fehlt uns nur noch ein einziges Wort, wenn ich das richtig sehe. Die Ach nee, hier fehlt noch mehr. Sklavendienst ist er Frondienst. So. Ich habe keine Ahnung, wie der. Also, was hier für ein Buchstabe reinkommt, aber wenn die sagen. Nee. Okna ist auch nicht. Okra. Ach ja, die griechische Erdgöttin. Wie konnte ich die nur vergessen? Natürlich. Natürlich. Und damit haben wir auch schon das nächste Rätsel gelöst. Ja. Ich hätte das mal am Anfang sagen können. Es tut mir leid, dass gestern keins kam. Aber das für gestern habe ich vorgestern versehentlich mit hochgeladen und freigegeben. Dementsprechend habe ich mal wieder einen Tag freigelassen, damit ich wieder so auf meinen Abstand komme. Für den Fall, dass ich doch mal einen Tag auslassen muss. Wegen, keine Ahnung, irgendwas, was mich voll und ganz davon abhält, etwas aufzunehmen. Das könnte alles Mögliche sein. Also vermutlich Tod. Nein, also. Oder irgendwie ein Krankenhausaufenthalt oder sowas. Aber ich glaube, selbst dann würde ich es irgendwie hinkriegen. Was aber nicht heißt, dass ich das dann auch machen würde. Ja, jedenfalls, ja, ich hoffe natürlich, ihr konntet aus diesem Rätsel hier wieder was lernen, über Riebele zum Beispiel. Ja, ansonsten Thiamin. Merkt euch Thiamin. Und ich würde sagen, da ihr mir jetzt wahrscheinlich so langsam mal das hier an den Kopf werfen würdet, wenn ihr könntet, werde ich das mal tun. Ich gehe dann mal und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!